Und damit herzlich willkommen zum nächsten Ligaspiel hier auf Martip TV und gegen einen Russen, der ein sehr starkes Team hat. Also das kann ich euch gleich gerne mal zeigen. Erstmal müssen die Ruckler weg. Es ruckelt gerade ziemlich, jetzt geht's. Und jetzt schauen wir uns das Team an. Ein Wahnsinnsteam, Wahnsinnsteam, aber dieses Team ist nicht gerade hoch in der Liga. Also ich glaube, siebter oder sechster ist das Team. Deswegen schauen wir mal zusammen, wie das Ergebnis ausfallen wird gegen den Russen. Keine Ahnung, wie das Team heißt. Ich kann keine russische Schrift lesen. Wenn ihr Russe seid, dann könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was da genau steht, wie der Teamname ist. So, und ich hoffe sehr, dass wir heute das Spiel gewinnen. 14 Punkte wären sehr schön. Aber ich glaube, das wird sehr eng heute. Oh Gott. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in einer Liga gekommen sind, die richtig heftig ist. Also so habe ich das Gefühl. Irgendwie weiß ich nicht. Ist das schon ziemlich hart? Puga, Pfosten! Sehr schönes Spiel bisher, 18 Minuten vergangen, aber nicht für uns gut. 1 zu 0 immer noch. Mal gucken, ob wir hier was reißen können. Also das Team hat eine 101er Bewertung, das ist so wahnsinnig. Und wie man so ein Team zusammenstellen kann, das frage ich mich immer wieder. Und solche Gegner habe ich einfach davor in der Liga nicht mal gehabt, nicht mal ansatzweise. Deswegen wundert mich das so, dass ich jetzt auf einmal so richtig starke Gegner kriege in der Liga. Und ja, deswegen, Meisterschaft ist sauschwer. Was macht Kiesling da für einen Quatsch? Verliert den Ball da hinten? Das geht gar nicht. Ja, fast das 2 zu 0. Wir können zum Glück mithalten. Also, wenn ich sehe, dass das Team mithalten kann, dann akzeptiere ich auch mal Niederlagen. Das ist ganz klar normal. Aber irgendwie kommen wir noch nicht richtig zur Geltung in dieser Partie. Vielleicht offensiv gehen, das wäre ja mal eine Maßnahme. Aber ich glaube, dann kassieren wir, wenn wir offensiv gehen. Ah, wieder ein Fehlpass. Boah, der ist stark gespielt und das 2 zu 0. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott. Das Spiel können wir auch wieder abschenken. Das ist heftig. Ben Solomon. Was haben wir da nur für eine Drecksliga erwischt? Ja, gut. Müssen wir mit leben. Da können wir halt schlecht jetzt gegen was machen. Einfach offensiv weiter nach vorne spielen, versuchen, irgendwie den Gegner noch zu stören. Ich meine, das Team ist so hart. Wie sollen wir das bitte schlagen? Das ist mir selber auch bewusst. Aber wir können jetzt auch nur noch offensiv gehen, das Team vielleicht ein bisschen abändern. Mehr geht gar nicht. Das ist das Problem. Ich meine, alle sind gut drauf. Ja, Stürmer machen halt nichts mehr, das ist das Problem. Haya kommt jetzt rein. Gustmann soll mal sein Tor schießen hier. Irgendwas läuft falsch. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Ligatabelle. Also wahrscheinlich, wenn wir diese Partie hier verlieren, dann sind wir auf Platz 5 weiterhin. Ja, aber der russische Club kommt dann natürlich auch, der auf Platz 7 steht. Also 17 Punkte. Hätten wir heute kriegen können. Jetzt sieht's natürlich nicht so aus. Und ich bin immer noch krank und das seit Donnerstag, ey. Das kotzt mich so langsam an. Was ist denn jetzt los? Das nächste Tor. Was ist denn einfach los mit unserem Team? 3 zu 0. Was ist das für eine Arbeitsverweigerung? Stand das jetzt nicht 4 zu 0? Was ist jetzt passiert? Was soll ich noch dazu sagen? Wir können nichts ändern. Was soll ich aufstellungstechnisch ändern? Ich finde, wir haben vorne
eigentlich das richtige Personal, aber irgendwie kommt gar nichts zur Geltung, Mann. Das ist so. Oh. Wir können jetzt auch nur noch ganz offensiv gehen. Jetzt können wir eh auf das 4 zu 0 oder so scheißen. Was soll jetzt passieren? Solche Spiele gibt's halt. Also ich sehe wirklich nur noch die Hoffnung in der Champions League. Leider, muss ich leider so sagen. Es ist ziemlich hart, dass ich das jetzt schon sage so früh, aber in der Saison. Aber es ist nun mal so. Es kann man es einfach anders auch nicht mehr beschreiben. Wie sollen wir da den Titel gewinnen? Ein Team gewinnt fast alle Spiele und wir haben hier schon Probleme gegen Siebtplatzierten, gestern gegen Letztplatzierten. Das muss man sich vorstellen. Da hatten wir schon unsere Probleme. Und ich glaube, da geht nichts mehr, Leute. Da ist, glaube ich, irgendwas im Busch. Ich glaube, wenn wir Vierter oder so werden nach der Saison, sind wir wirklich gut beraten. Weil das ist so heftig viel, was die Gegner da leisten. Oder auch ins Team rein investieren. Das ist schon richtig stark. Wir können nicht mal ein Tor schießen im Heimspiel gegen einen russischen Verein, der richtig stark ist, aber wir sind trotzdem heim und wir haben ein gutes Team. 4,4, du Boys, was ist denn da los? Da ist gar nichts los bei dem Team. Da funktioniert null. Das muss man leider so anerkennen. Wieder ein Fehlpass. Ja, einfach Ball rauskloppen, genau. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Elfmeter? Nee, Freistoß, Curtis. Ja, Guzman. Was ist denn los, Guzman? Am Anfang der Saison noch so stark gewesen, jetzt total der Ausfall. Haya kriegt da nichts hin. Uiuiui, also wir haben noch sehr viel zu tun. Sehr viel haben wir noch zu tun und wir sind jetzt schon am Absteig. Zweig. Freistoß nochmal für Gomez. Geht daneben, aber ein 3 zu 0 ist auch nicht gerade schön. Gut, akzeptiere ich. Was soll ich machen? Ist natürlich eine Simulation. Ich kann dann teilweise nichts beeinflussen. Ist halt so. Wir schauen auf die Liga. Wir sind immer noch auf Platz 5. Gut, okay. Wir haben das Spiel verloren, aber gegen wen spielen wir morgen? Gegen Viktor. Okay, das wird die nächste Niederlage. Denn Viktor ist auf Platz 1 und hat ein Team, was 86,5 hat. Vielleicht können wir da ja gewinnen, aber naja, Platz 1 sind sie. Ja. Und dann spielen wir Ring Riverside, das bedeutet, wir spielen jetzt zweimal gegen richtig heftige Teams. Gegen Riverside dann noch. Alter. Wir können ja mal auf die Begegnung nochmal schauen, insgesamt. Also, wir sehen, wir spielen morgen gegen Victor, da kann ich nicht da sein, da habe ich leider Schule und abends das Champions League-Spiel gibt es, glaube ich, auch nicht, weil ich morgen das Spiel habe. Also, ich habe Fußballspiel in Real Life gegen Riverside, das zeige ich euch, aber ich zeige natürlich eine Zusammenfassung morgen, ist ja klar. Dann spielen wir gegen den Russen. Ey, Leute, was ist das für eine Woche? Wir spielen jetzt dreimal gegen richtig heftige Teams oben. Eieiei, okay. Und dann spielen wir gegen SPBFC, einen schwächeren Gegner. Okay. Das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden. Oh, wir sind sogar Platz 6. Na gut. Wir sehen uns morgen wieder. Es tut mir leid, wir haben leider verloren, aber so ist das nun mal.